docke an mein Ziel an. Er müsste ja noch in Argon Prime sein, genau da. Das heißt, der Weg hierhin ist nicht allzu lange. Denn er soll hier gefälligst was einkaufen. Und zwar gibt es hier den Schnäppchenfinder für 22.000 und den Verkaufspreisfinder für 19.000. Und auch noch andere schicke Sachen, wie zum Beispiel diese Handelssoftware MK3. Die können wir uns leider noch nicht leisten. Das ist halt diese Totalautomatisierung, dass man gar nichts mehr machen muss. Dann gibt es auch den Sprungantrieb hier für 100.000. Den können wir uns zwar fast leisten, aber dann hätten wir kein Geld mehr zum An- und Verkauf. Und den Transporter. Mit dem Transporter kann man sich direkt von einem Schiff zu dem anderen teleportieren, was extrem praktisch ist. Und auch wenn man das Schiff mal verlässt, kommt man dann schneller wieder ins Schiff zurück. Ich kann ja einfach mal spaßeshalber mich kurz umgucken, ob irgendein Schiff in der Nähe ist, das mich rammen könnte. Der da vielleicht. Na gut, das riskiere ich jetzt einfach mal. Ich steige jetzt nämlich einfach mal aus dem Schiff aus. Verlasse Schiff. Ja. Und jetzt sehen wir hier unseren Discoverer von außen. Und wenn man F1 drückt, kann man die Kameraansicht ändern. Zack. Das sind wir. Und mit dem Ziffernblock kann man dann um sich selber rum oder aus dem, um das Schiff, in dem man gerade ist, rumscrollen. Zup, zup. So, das sind wir. Total verchromt und reflektierend, warum auch immer. Aber ja, da wir jetzt sehr nah dran sind, können wir einfach sofort wieder das Schiff betreten. Sobald wir das Schiff aber hinter uns lassen, zu weit, kommen wir nicht wieder einfach so zurück. Dafür ist der Transporter da. Ich drücke mal wieder ein paar Mal F1. Zack, zack. So, wir sind jetzt bei 95 Metern und kommen schon mal nicht mehr rein. Abbremsen, abbremsen, wir wollen nicht an der Hülle zerklatschen. Der Anzug ist auch ziemlich träge, also er bremst nicht besonders schnell ab. Das ist sehr gefährlich. Also ja, Schiff betreten, rein da. Und warum haben wir schon wieder eine Nachricht bekommen? Bist du etwa schon da? Nee, das war noch die alte. Okay. So, was haben wir noch Schönes? Also, Schnäppchenfinder, Verkaufspreisfinder habe ich erzählt, das alles da oben auch. Transporter eben gerade, Sprungantrieb. Den brauchen alle unsere Händler später, damit sie selbstständig den auch benutzen können, was recht praktisch ist. Den kaufen sie halt das Erz in dem einen Sektor, springen 8 Sektoren weiter und verkaufen es da zum besten Preis. Das ist echt super. Und es verbraucht auch nur pro Sektorsprung 10 Energiezellen. Also 120 Credits im Idealfall, was ja echt ein Lacher ist. So, Versorgungssoftware ist für uns nicht interessant und Bioscanner auch noch nicht. Ja, das reicht uns dann erstmal schon. Das heißt, oh, ich sehe da einen roten Gravidarkontakt. Na, wo bist du? Ist gerade außerhalb der Reichweite. Irgendwo war hier was Rotes. Das kann entweder ein Pirat gewesen sein, was eigentlich hier recht unwahrscheinlich ist, oder eine abgefeuerte Rakete. Weil irgendein Feind der Argonen hier ist. So oder so, wir schmeißen erstmal einen Satelliten ab. Und haben nur noch 2 Stück. Und jetzt nutzen wir die Zeit, bis der Merkur hier ist, um noch ein wenig den Sektor zu erforschen. Was haben wir hier? Zwei Quantum-Röhrenfabriken. Die brauchen Energiezellen, Kahuna-Fleischblöcke und ebenfalls Erz. Das ist doch sehr schön. Sind beide aber so halb voll. Noch lohnt sich das nicht, aber sollten wir im Auge behalten. Ah, hier kann man Marines kaufen. Sind auch recht teuer. Die braucht man zum Kapern von den größeren Schiffen. Und die brauchen Energiezellen, Kahuna-Fleischblöcke. Also sie brauchen Energie, sie brauchen Essen und sie brauchen Raumsprit. Und das ist Alkohol. Und natürlich noch Waffen. Aber ja. So. Hier gibt es leider keine neuen Navigationssatelliten zu kaufen. Das ist immer zufällig, was die an- und verkaufen, was ein wenig ärgerlich ist. Aber na gut. Hier hinten haben wir eine Kristallfabrik. Die sind sehr wichtig. Die brauchen Silikon und Fleisch und Energie und produzieren Kristalle. Diese Kristalle
werden dazu benutzt, Energie herzustellen. Die kommen in die Sonnenkraftwerke rein. Aber ebenfalls sehr teuer, so eine Fabrik. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum das so gestaltet wurde. Also, dass man so viele Credits braucht, um selber Energie herzustellen, was ja eigentlich die Grundlage für alles ist. Aber so ist es nun mal. Das heißt, im Idealfall sucht man sich irgendwo einen Asteroiden mit sehr viel Silizium drin, setzt eine Siliziumfabrik drauf, setzt an die Siliziumfabrik eine Kristallfabrik und an die Kristallfabrik ein Solarkraftwerk. Und dann kann man erst anfangen, die richtigen Fabriken raufzupacken, denn dann werden sie erst mit Strom versorgt. Wenn man das nicht macht, muss man halt immer noch manuell den ganzen Strom einkaufen, also die ganze Energie zählen, was ein wenig lästig sein kann. Aber gut. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, was das da hinten für ein Titan ist. Ein Casino. Ja. Dekadent muss auch mal sein. So, ich glaube, wir haben jetzt alle Sprungtore. Ne, der hinten noch nicht. Und da ist auch noch eine Kristallfabrik. Sehr schön. Auch wenn die eine hier keine Energiezellen hatte und dementsprechend keine Kristalle produziert. Kristallfabrik M Beta. Die hier hat ein paar, aber auch nicht wirklich viele. Quantum Röhrenfabrik Beta. So, Südtor haben wir auch entdeckt. Gucken wir uns nochmal um. Ich sehe keine Stationen mehr, die keinen Rahmen haben. Oh, doch, da hinten. Doch, das ist die Kristallfabrik. Die nehme ich mal als Ziel. Kristallfabrik M-Alpha. Ja, wir waren einfach nur zu weit weg. Okay, dann können wir uns hier mal verabschieden. Drück mal wieder Komma. Und wir reisen jetzt mal da hin. Und da sind wir auch bald mit dem Gebiet der Argonen durch. Westtor, Westtor. Tor, roter Schein. Dann haben wir nördlich von uns die Boronen. Das ist ein recht friedliebendes Volk aus, eigentlich aus dem Wasser stammenden Wesen. Also ja, wir Menschen stammen auch aus dem Wasser, aber die leben da immer noch. Und die sind recht nett. Südlich von uns haben wir die Paraniden. Die sind nicht mehr ganz so nett. Die mögen uns auch noch nicht so sehr. Das heißt, wir werden erst ein wenig Handel treiben müssen mit denen, bevor die uns in die wichtigeren Gebiete lassen. Was jedoch ganz praktisch ist, direkt an uns angrenzend, ist ein Sektor, in dem sehr, sehr viele Erzbrocken sind und auch sehr, sehr viele Erzminen. Das heißt, da sollten wir auch nochmal einen Satelliten reinwerfen, wenn wir in der Nähe sind. Zumal, wenn wir da das Erz kaufen, kriegen wir auch Ansehen bei dem Volk und kriegen so unseren Zugang zu den wichtigen Sektoren schneller. Produktionskomplex. Intelligente Produktionskomplex. Oh, sehr viele Waffenfabriken. Sehr schön. Da haben wir noch die freie Handelsstation. Was haben wir hier? Ein Ausrüstungsdock. Da hinten ein Titan. Erschütterungsimpulsgeneratorschmiede. Noch ein Waffendingens. Noch eine Waffenfabrik. Ja, sehr schön. 1, 2, 3, 4 sind schon. Wären eventuell noch mehr. Hier kriegen wir auf jeden Fall unser Erz los. Das heißt, unseren vorletzten Satelliten rausschmeißen. Oh, und unser Merkur ist da. Abbremsen, öffne Schiffsmenü, handeln. Du kaufst bitte einen Verkaufspreisfinder. Okay. Verkaufspreisfinder installiert. Ein Schnäppchenfinder. Schnäppchenfinder installiert. Und eine Handelscomputererweiterung. Die brauchst du auch. Das ist so ein grundlegendes Softwarepaket. Das haben wir uns gekauft, damit wir von unserem Discoverer aus diese ganzen Handelssachen hier überhaupt erst machen können. Und er braucht die jetzt, um automatisch Handel betreiben zu können. Also nicht vollautomatisch, sondern halbautomatisch. Das zeige ich euch jetzt mal. Handelscomputererweiterung. Jetzt gehe ich wieder auf R, gehe auf unseren Merkur, sage Kommandos, Kommandokonsole, Handel und sage jetzt, kaufe zum besten Preis. Klicke auf irgendeine Erzmine, wähle unser Produkt, das wir verkaufen wollen, unser Erz. Und jetzt fragt er mich, Maximum Jump Range, also in was für einer Reichweite von Sektoren soll er den besten Preis finden?
Da gebe ich jetzt einfach mal 3 an. Da müsste er jeden Sektor, den wir bisher erforscht haben, abdecken können. Enter. Das war's. Jetzt zieht er los und meldet sich erst wieder, wenn er das Erz gekauft hat. Er fliegt jetzt zur Erzmine M-Alpha. Überprüfen wir mal ganz kurz. Galaxiekarte. M-Alpha. Ja, das Lager ist proppenvoll, da kriegt ihr das für 50 Credits. Günstiger hätte er es wirklich nirgendwo bekommen. Scheint also soweit zu funktionieren. Der einzige Haken ist, er überprüft zwischendurch nicht, ob sich die Lagerbestände verändern. Das heißt, er fliegt jetzt erst ganz dahin und meldet sich dann. Entweder kauft er sie zu dem Preis oder er kommt an, der Preis hat sich verändert und schickt uns dann eine Nachricht. Ob wir das zu den veränderten Preisen kaufen sollen oder nicht. Was wir wahrscheinlich nicht wollen. Das heißt, wir müssen den Befehl zum günstigsten Kaufen nochmal geben. Aber das ist immer noch einfacher, als wenn wir jetzt das Ganze von Hand machen würden. Also die Station raussuchen, wo er kaufen soll, dann ihm sagen, dass er dahin fliegen soll, dann tauschen, um die Waren zu bekommen, dann wieder eine Station suchen, wo er verkaufen soll und so weiter und so weiter. Ist schon mal der erste Schritt. Das nenne ich einfach mal Halbautomatisierung. So, neue Anweisung, ja, kann geschlossen werden. Also, er ist auf dem Weg dahin. Wir gucken uns hier nochmal weiter um. Denn ich würde ganz gerne alle Sektoren erforscht haben, bevor wir mit der nächsten Phase anfangen. Also bevor es wieder einen Cut gibt und ich recht viel Off-Camera mache und mich dann erst wieder melde, wenn wir Millionen Credits haben. Okay, ganz so viele vielleicht nicht. Obwohl, der nächste Schritt ist jetzt wirklich die Vollautomatisierung und weitere Schiffe kaufen. Dafür brauchen wir schon mal 500.000 Credits für die MK3 Software. Und nochmal eine Menge Credits für das neue Schiff. Da kann ich einfach mal ganz kurz mitkommen auf die Karte nach Argon Prime. Hier ist nämlich eine Schiffswerft. Und ich gucke mal einfach, wie teuer unser Merkur ist. Hier sind die ganzen Stationen, die sind recht teuer und können wir uns noch gar nicht kaufen, weil wir nicht genug Ansehen haben. Hier sind jetzt die Schiffe. Es gibt bei den meisten Schiffen S, M und L. Das besagt nur, wie gut sie schon ausgerüstet sind. Also unser Merkur kann ja 3 25 Megajoule Shields tragen. Wenn wir jetzt hier ein S kaufen, hat er von vornherein nur ein Megajoule Shield dabei. Wenn wir mit M kaufen würden, hätte er schon 5 Megajoule Shields und mit L hätte er 25er. Also müssten wir dann keine Schilde extra kaufen. Dementsprechend ist es aber auch teurer. Da hier in dem Sektor aber anscheinend nicht genug Ressourcen vorhanden sind, können wir nur die S kaufen, was schade ist. Ich klicke mal ganz kurz mit U drauf. Und jetzt sehen wir, er ist kein bisschen ausgebaut. Weder die Geschwindigkeit noch die Beschleunigung. Er kann maximal 3x25 haben. Er hat aber nur einmal einen. Keinen installierten Laser. Und das Einzige, was er installiert hat, ist die Handelssoftware MK1. Ja. Oh, wir fliegen gleich das Sprungturm. So, also 200.000 brauchen wir auf jeden Fall schon mal für einen neuen Merkur. Dann nochmal so 100.000 für die richtigen Schilde. Und 500.000 für die MK3-Software. Dann nochmal 50.000 für den Schnäppchenfinder und den Verkaufspreisfinder. Also ja, ich sollte mich schon erst wieder melden, wenn wir mindestens 1 Million oder so haben. So. Wolkenbasis Südwest, was haben wir hier? Jede Menge Asteroiden. Oh, eine Satellitenfabrik. Das ist doch schon mal sehr praktisch. Info, hat aber keine Auflage, weil sie keine Siliziumscheiben haben. Die Fabrik werde ich eventuell off-camera dann auch noch bewirtschaften. Also dass wir Silizium ankaufen und hier verkaufen. Damit wir einfach an die Satelliten rankommen. Computerwerk, Alpha. Ein Computerwerk, das braucht auch Erz? Nee, Silizium. Hat dafür keine Energiezellen. Chipwerk, Alpha. Ein Chipwerk, das braucht auch Silizium. Das braucht nur Fleisch. Ja, und das war's auch schon mit dem Sektor hier. So, da sind die Minen des Imperators. Das ist Paradidengebiet. Da wollen wir noch nicht rein. Das mache ich erst in der nächsten Phase. Heißt, wir schmeißen jetzt hier einfach mal unseren letzten Satelliten ab. Zack. Auswurf. Und flitzen da durch. Und dann
müsste sich demnächst auch der Merkur mal melden. Und dann können wir ihm auch wieder per Kommando sagen, such jetzt bitte den besten Platz, wo du das Erz verkaufen kannst. Erreiche System, Erzgürtel. Erzgürtel, da haben wir noch so ein Hauptquartier. Und wie der Name schon sagt, jede Menge Erzbrocken. Also wenn wir eine Mine aufstellen werden, dann wahrscheinlich hier. Dafür müssen wir uns aber erstmal einen Asteroidenscanner holen und die ganzen abklappern, um den besten zu finden. Denn es gibt da sehr große Unterschiede an der Ausbeute. Das Erz geht übrigens niemals aus. Das heißt, wenn wir einmal eine Fabrik hingesetzt haben, läuft die ewig, was extrem praktisch ist. Plutarch Mining Corporation, was habt ihr so im Angebot? Ihr habt einen Mineralscanner, genau das, was ich gerade meinte. Und einen Mineralienkollektor. Damit könnten wir jetzt von Hand Erz aufsammeln oder Silizium. Wir müssten nur vorher die kleineren Asteroiden zerschießen. Entweder mit Lasern oder mit Raketen. Und dann könnten wir die Brocken direkt aufsammeln. Dadurch haben wir 100% Gewinn, weil wir halt kein Erz kaufen müssen, sondern es einfach aufsammeln können. Aber es dauert recht lange. Also, ja, mache ich nicht unbedingt recht häufig. So, noch ein Sonnenkraftwerk. Da hinten ist noch ein Sprungtor. Nur leider haben wir keine Satelliten mehr. Und hier werden auch keine verkauft. Ah, schade. Aber hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Satellit hin, wenn wir später die Zeit haben. Autopilot deaktiviert. Einmal da drüber fliegen, bitte. Ich will das Sprungtor da hinten entdecken. Wenn ich später Zeit habe und irgendwann nochmal ein Kampfschiff, werde ich hier die ganzen kleinen Asteroiden alle wegpfeffern. Das ist ja echt gefährlich, hier durchzufliegen. Tor, Heimat des Lichts. So, da geht es zum Heimat des Lichts. Wo das Terracorp HQ ist, wo wir die Schnäppchenfinder gekauft haben. Und da ist der letzte Sektor, der uns erstmal interessiert. Tor. Genau, in der Wolkenbasis Südost werden meistens auch sehr viele Waffen und Schilde hergestellt. Und es gibt auch eine Schiffswerft. Gucken wir mal, was Gott diesmal angestellt hat. Also das Skript Gott. Ob auch wirklich die Stationen da sind, die ich gerne hätte. Erreiche System. Wolkenbasis Autopilot deaktiviert. Eine Waffenfabrik. Noch eine Waffenfabrik. Eine Handelsstation, ja. Ein... Noch eine Waffenfabrik. Noch eine Waffenfabrik. Noch eine Waffenfabrik. Ein Ausrüstungsdock, sehr schön. Das riesige Ding da. Haben wir immer noch nicht auf dem Scanner, was komisch ist. Das ist eine Argon-Schiffswerft. So groß. Was gibt es denn hier zum Verkauf? Ah, hier kann man eigene Ausrüstungsdocks kaufen. Ist schon mal sehr schick. Und jede Menge Waffenfabriken. Und auch Titan. Ah, ja, doch. Aber das dauert noch eine ganze Ecke. So, die beiden Stationen will ich noch erforschen. Produktionskomplex. Mittlere Schild. Mittlere Schilde, das sind genau die, die wir brauchen. Die 25 Megajoule-Shields. Die kosten auch gut Geld. Damit müssen wir unsere neuen Merkuren ausrüsten. Das heißt, den müssen wir auch regelmäßig beliefern, damit wir an die Schilde rankommen. Raketenfabrik Morgenstern, Alpha. Ja, hier sind so viele Waffenfabriken. Schön, schön. Torpedofabrik Streithammer, Alpha. Ah jo, hier bleiben wir jetzt einfach mal stehen. Da wir keine Satelliten mehr haben, werde ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt gleich off-camera arbeiten werde, mit dem Discoverer hier bleiben und den Merkur dann einfach nur rumflitzen lassen, dass er die ganzen Sachen erledigt. Obwohl, das Tor werde ich auch noch entdecken, die Verbindung zwischen da und da, die Verbindung zwischen da und da, da und da fehlt auch noch. Und sobald unser Merkur ein, zweimal verkauft hat und wir ein paar Credits haben, werde ich wahrscheinlich auch in den letzten Sektoren noch die Satelliten hinsetzen. Also ja, das ist der Plan. Wir fliegen jetzt zur nächsten Station, docken da an. Und wenn wir uns dann das nächste Mal wiedersehen, werde ich jede Menge Credits haben. Vielleicht auch schon einen zweiten Merkur,
mit derselben Ausrüstung wie der erste, muss ich gucken, wie sehr ich vorankomme und wie viel Geld wir brauchen, wie lange das dauert. Also ja, wir werden dann eventuell einen zweiten Merkur haben, wir werden jede Menge Credits haben, wir werden in jedem argonischen Sektor hier in dem Bereich einen Satelliten haben und dann geht mit der nächsten Phase weiter. J. Auch wenn ich eigentlich noch ganz gerne vorher den Verkaufsschnäppchenfinder zeigen würde, bleib mal stehen. Warum ist unser Merkur immer noch nicht da? Finde auf Sektorkarte. Komm. Dock da an. Ich will den Leuten zeigen, wie du deine Waren verkaufen kannst gleich. Also eigentlich ist es genau das gleiche wie beim Einkaufen. Man wählt einfach eine Ware aus, sagt, in welchem Radius er suchen soll. Und das war's dann. Leider scheint schon jemand vor mir hier gewesen zu sein. Der Preis für Erz ist nicht mehr so gut, wie ich erwartet hatte. Nicht mehr so gut heißt viel, viel, viel zu teuer. Oh, okay. Kommandos, Kommandokonsole, Handel. Kaufe zum besten Preis. Erz. Kommando akzeptiert. 3. Na gut. Also ich kann ja einfach mal testweise euch zeigen, wie es aussieht. Ich gehe einfach auf Handeln, mache dann Verkaufen zum besten Preis, wähle eine Ware aus und sage jetzt hier innerhalb von 3 Sektoren. Kommando akzeptiert. Das wäre es schon. Eingehende Nachricht. Jetzt meckert er nur, dass kein Interesse an seinen Schilden hat. Aber Erz wird es natürlich anders aussehen. So, dich schicken wir wieder zum Einkaufen los. Kaufe zum besten Preis. Erzmine, Erz 3. Und wir docken jetzt manuell an, weil wir schon zu nah dran sind. Bitte docken Sie an, sobald Sie grüne Positionslichter sehen. Aber irgendwie ist mir das suspekt, dass wir direkt auf dieses Panel dazu fliegen sollen. Ich glaube, wir sollen eher irgendwo... Ah, ne doch. Okay, ich vertraue jetzt den Lichtern und nicht der Grafik. Da hinten ist nämlich eine massive Wand. Bisschen beschleunigen, aber nicht zu viel. Oh doch, da ist eine Lücke drin. Okay. Ja, das wird eng. Schade, dass wir in so einem kleinen Flieger sitzen. Wenn wir in unserem Merkur gewesen wären, hätten wir wahrscheinlich irgendwo außerhalb docken können. Aber da wir so klein sind, denkt er sich, ach, den können wir auch reinnehmen. Ein bisschen mit W hochfliegen. Abbremsen, abbremsen. So. Also durch sowas durchfliegen ist echt unangenehm. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators, es ist immer schön, Freunde der Argonen an Bord zu begrüßen. Spiel speichern. Einmal da. Und dann sehen wir uns gleich mit eventuell 1-2 Schiffen mehr und jeder Menge Credits wieder. Also bis denne.